Der BMW M3 GTS. Dieses Auto lässt sich am besten mit Hilfe von Zahlen beschreiben. 8 Zylinder, 4,4 Liter Hubraum, 450 PS, 440 Newtonmeter, 1530 Kilogramm Leergewicht, 305 km/h Höchstgeschwindigkeit. 25 Jahre nach dem Debüt des ersten M3 legt BMW 150 Exemplare des M3 GTS auf. Was beide Autos gemein haben, sie sind die schnellsten Dreier ihrer Zeit. Der Uran wird vielen noch als erfolgreicher DTM-Rennwagen in Erinnerung sein. Auf der Rennstrecke war er stets in seinem Element, genau wie der GTS. Man kann mit ihm zwar ganz normal zum Brötchen holen beim Bäcker vorfahren, sein wahres Potenzial kann diese Fahrmaschine aber erst auf der Rennstrecke zeigen. Lediglich 3,4 Kilogramm hat jede Pferdestärke zu bewegen. Das macht sich nicht nur bei der Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden positiv bemerkbar. Ein geringes Leistungsgewicht ist der Grundstein für schnelle Rundenzeiten auf der Rennstrecke. Und genau dafür scheint der BMW M3 GTS gebaut zu sein. Serienmäßig hat er einen Überrollkäfig an Bord, der nicht nur im Falle eines Falles für die Sicherheit der Passagiere sorgt. Vielmehr bringt das Rohrgeflecht zusätzliche Steife in den bärenstarken BMW. Der V8 schreit auf dem Weg zum Drehzahllimit infernalisch aus einem extra leichten Titan-Endschalldämpfer. Angesichts dessen dürfte wohl niemand ein Radio oder eine Klimaanlage vermissen. Anders als in einem Rennwagen kann beides aber auf Sonderwunsch montiert werden. Doch darauf werden die meisten der 150 Kunden verzichten. Schließlich macht mehr Gewicht ja langsam. Sorgen über die Außenlackierung muss man sich nicht machen. Dieser M3 wird ausschließlich in Orange ausgeliefert. Und das hat schließlich nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf dem Parkplatz einen gewissen Wiedererkennungswert.